Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Ich hoffe, ihr hattet richtig geile Weihnachten bzw. Weihnachtstage. Ich hoffe, ihr wurdet natürlich auch gut beschenkt. Und deswegen beschenke ich euch heute mit einem tollen Talon-Gameplay. Ja, wir spielen heute Talon gegen Smite Rise. Keine Ahnung, was es ist. Es ist ein Ranked auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das New Broken Shit ist oder ob der einfach geintet hat so ein bisschen. Wir werden es auf jeden Fall herausfinden. Ja. Aktuell bin ich ja immer noch Yasuo-Main, spiele jetzt trotzdem mal eine Runde Talon. Muss sagen, Talon gefällt mir aktuell wirklich nicht so krass, wenn ich ehrlich bin. Aber vielleicht ändert sich das ja nochmal. Ich muss sagen, letzte Season fand ich ihn schon nicht mehr so geil. Und jetzt, wo... Zappalotti! Schön. Und jetzt, wo auch noch Nimbus-Clock genervt wurde, das gefällt mir natürlich überhaupt gar nicht, muss ich sagen. Überhaupt gar nicht. Aber wir gucken mal, was wir so machen können. Die Gegner haben einen quasi Full-AP-Team, muss man sagen. Kaiser macht ja auch ein bisschen AP-Damage. Ich glaube, den können wir sogar schon töten. Wir können einfach mal einen Q-Sprung auf ihn machen. Der Dude hat auch schon gar keinen Mana mehr. Einfach einen Q würde reichen. Dann würden wir seinen Flash bekommen. Die Frage ist, kommen wir da ohne Flash dran? Das wäre halt wichtig, so ein bisschen. Ansonsten verliert er halt Minions, ne? Wir zonen ihn sehr stark. Er kommt nicht an die Minions ran und hat auch keinen Mana, um eine Q zu werfen. Vielleicht eine, ja. Ich würde aber die Kanone gleich natürlich auch noch gerne eben haben. Kann ich? Danke. Na, er wird jetzt die Kanone gleich wollen, Leute. Er wird sie gleich wollen. Jetzt. Dann machen wir so. Dann laufen wir da mit. Machen so. Und dann war es das auch schon. Er flasht. Wir haben einen Kill. Alles ist geil. Ja, er ist komplett die Mitte runtergerannt, kann man tatsächlich sagen. Aber das ist ja auch das Wichtige an Talon, Leute. Ne, das ist, was Talon kann. Er ist der Detektiv von Mitte runterrennern. Ja, wenn irgendwo jemand schnell ist am Rennen. Oh, zum Beispiel diese Elise. Ne, dann bin ich einfach. Ich bin einfach Sheriff, ich bin Detektor. Ja. Was? Nein, ich hab gefehlt. Bitte, ich will. Ah, okay. Na gut, dann nehme ich. Ah, den krieg ich. Ah, okay, ich bin weg. Ja, er sagt jetzt hier that stupid range. Also weiß ich nicht, ob man das so sagen kann. So, wir gehen auf Tiamat rein theoretisch schon. Ich würde sagen, wir gehen first. Wir machen mal ein bisschen davon und ein bisschen. Also es gibt verschiedene Itemwege. Ein sehr, sehr beliebter ist Mobi Boots first into Tiamat, beziehungsweise Tiamat into Mobi Boots, so herum. Aber ich wollte jetzt nicht Tiamat bauen, ehrlich gesagt, weil ich habe das Gefühl, ich kann den Reis richtig hart bumsen. Ich könnte, er hat jetzt keinen Flash mehr, ihn einfach anqueuen und eine W machen und er würde 12 Milliarden Damage bekommen. Vielleicht sogar 13 Milliarden. Und gerade mit diesem Item. Und wenn ich mit Tiamat mache, dann pushe ich halt und, ne? Wisst ihr, was ich meine, so ein bisschen? Deswegen habe ich mich jetzt mal dafür entschieden. Werden sehen. Ich meine, aktuell läuft es ja auch relativ gut tatsächlich. Mir ist aber leider Folgendes aufgefallen. Das hier ist ja mein tiefster Account immer gewesen. Der ist mittlerweile in Platin. Ne, ich habe den ja so ein bisschen mit Yasuo gezockt. Dabei habe ich völlig vergessen, dass ich auf dem Account auch immer meine Retard-Games gespielt habe. Ne? Ich habe das ja immer in Ranked gemacht. Also zum Beispiel, keine Ahnung, Gerechtigkeitsgraves und dieses ganze Zeug. Jetzt muss ich halt gucken, ob ich das in Platin mache. Oder wie wir damit jetzt... Es könnte sein, dass Ryze noch irgendwo hier ist. Oder wir gehen Top-Lane. Oder wir holen einfach die Mid-Lane. Ganz ehrlich, die werden schon irgendwie klarkommen da oben. Ja, muss ich mal gucken. Vielleicht lasse ich den nächste Season auch wieder runterfallen. Es ist ja bald... Soweit, dass die Ranks wieder resettet werden, dann sind wieder alle sehr, sehr emotional. Ne, wenn es gerade um die Placement-Games geht, dann sind die Leute richtig schnell tiltet. Das macht immer richtig viel Spaß, das ist immer richtig schön. So, Platte für uns, ist auch schön. Ich muss halt noch gucken, welchen Champ ich dann nächste Season spiele. Na, das wird schwierig. Am liebsten ja Yasuo, aber ich weiß nicht, ob das wirklich hinhaut. Weil ab und zu bin ich sehr schnell am Runterrennen mit Yasuo. So, wir können ihn jetzt anqueuen. Er wird uns eventuell direkt binden, aber das wäre... Vielleicht kommen wir mit Slow trotzdem noch hinterher. Das wäre zumindest cool. Wir haben auch Ultimate. Ja, guck mal, er... Ne, die Kanone will er haben. Er will sie haben. Zack. Jetzt so. Wir wollen aber nicht unter den Tower gebindet werden. Oh. Wir könnten eigentlich... Wir könnten ihn jetzt töten gleich. Ist die Frage, ist das worth? Ja, machen wir. Der zerstörende Zerstörsturm, meine Freunde. Meine? Freunde! Woo! Okay, das war's. Schön. Ja, das ist okay. Er wird jetzt wieder irgendwas schreiben. Er wird jetzt, wow, this is so bad, this is so stupid, this, dies, das. Aber, Leute, wer gegen den Assassin Mana-Kristalle und Amulette kauft, ne? Das ist so, wie wer, ne, in Antarktis Sonnencreme kauft. Das läuft oder einfach nicht. Oder ein Kühlschrank. Ne, das ist einfach nichts. Kann ich das bitte haben? Danke. Oh, shit, was ist denn hier los?
Jetzt müssen wir uns was überlegen. Bitte kein Kokon, bitte, 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 let me go, let me go, let me go. Let me go, let me go, let me go. Hier ist noch was. Jetzt gehen wir hier rüber. Und jetzt gehen wir hier rüber. Later, bitches. Later. Later, later, later. Ja, Leute, aber ich muss sagen, Nimbus Cloak vermisse ich halt gigahart. Nimbus Cloak war mein Leben. Und jetzt gibt es keinen Ninja Cloak mehr. Ninja Cloak, Nimbus Cloak, Tobi Cloak. So, jetzt gönnen wir uns Moiboots. Und jetzt gönnen wir uns Tiamat. Und dann sind wir ziemlich gut am Start. Da können wir auch richtig krass über die Map rennen. Sind richtig flotti Karotti. Wir sind jetzt auch schon 2-0. Und dann können wir halt das Game carryen einfach. As simple as that. Vielleicht muss ich mir diese Season einfach auch nochmal die Top Talons angucken, wie die so spielen, ne? Weil es gibt ja immer noch Leute, die richtig krass auf Talon sind, ne? Es ist nicht so, dass der Champ komplett bad ist. Also ich habe schon das Gefühl, dass er deutlich schwächer ist als damals. So, aber also nicht wegen Nimbus, auch in der letzten Season schon. Aber es gibt immer noch richtig, ich meine, okay, es gibt für jeden Champ halt irgendjemanden, der total übertreibt, vor allem in Korea. Deswegen kann man aber nicht gleich sagen, ne? Also, ne? Wenn in Korea jemand mit, keine Ahnung, Teemo 90% Winrate hat, heißt das nicht, dass wir das auch so einfach machen können. Aber was wir machen können, ist Botlane Roam. Denn wir sind jetzt die flotte Karotte von NRW. Und deswegen können wir jetzt einfach mal hier runter. Oh, Juicy. Juicy, guten Tag, Hallöchen. So, Auto-Tech Cube, tschüss. Und, ja, ich guck zu, ich guck zu, ich guck zu. Geil. Fuck. Und jetzt können wir direkt wieder in die Mitte sprinten. Wir haben jetzt halt, wir sind jetzt Impact Man. Wir können jetzt halt permanent über die Map sprinten und überall alles einsammeln. Das ist halt ziemlich cool. Was ich gesehen habe, was die Koreaner zum Beispiel teilweise spielen, ist Scorch und absoluter Fokus. Ich habe jetzt absoluter Fokus und Gathering Storm, weil ich jetzt nicht so ein Scorch-Fan bin. Aber, ne? Könnte. Muss man mal gucken. Ich weiß nicht, vielleicht. Vielleicht bringen sie ja das alte Nimbus Cloak ja doch irgendwann wieder zurück, aber ich glaube fast nicht, weil, ja, weil das halt so ist. So, was können wir machen? Und jetzt können wir direkt wieder weiter roamen. Top Lane, seht ihr? Also, das ist halt unsere Stärke jetzt, ne? Ich meine, Talon ist sowieso ein Roam-Gott, aber leider geht Camille back und der wird mich wahrscheinlich blinden und ich habe nicht mehr viel Mana und er ist nah am Turm. Aber ich hätte schon Lust. Lust hätte ich schon. Slytherin! Okay, das wird halt nichts, ne? Ich gehe trotzdem rein. Later! Later, 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 later. Later. Geht ihr bitte fort. Stirb. Hier ist eine W. Stirb, 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 stirb. Okay, guck mal. Und zack, sind wir 4-0. Ne, das muss man natürlich sagen, es steht die Stärke an Talon, definitiv. Aber er scaled ja auch quasi. Also, oder er scaled nicht. Also, im Sinne von scale. Ne, also ich meine, je höher die Elo der Gegner, umso schwieriger wird ja das Ganze, was ich jetzt mache. Ne, das ist immer so ein Ding, ne? How can you teleport and skill? Was sagt ihr da gerade? Gut, wir können jetzt, wir haben Ultimate, wir schleichen, passt auf, er denkt jetzt, wow, geil, Plate. Denkt er so, ist er so am Denken, aber ich bin ja ein Ninja, guckt euch an, was ich für ein Ninja bin, Leute. Ich bin halt der Turbo-Ninja 12429. 12429, later, tschüss. Ne, schön, schön, und jetzt können wir auch mal schön durchplaten. Tiamat geht auf 1, hätte ich gerade, habe ich gedrückt, aber hatte ich auf dem falschen Spot. Zack. Ne, also, Leute, keine Ahnung, wenn ihr Talon, also wenn ihr noch einen Champ braucht, Talon so zum Climb ist auf jeden Fall not too bad, ne? Not too bad, definitiv, kann man sagen. Also, das ist ja mittlerweile jetzt auch Platin, also es ist nicht mehr. Also, eigentlich wollte ich ja mit Yasuo den Account hochspielen, aber ich habe jetzt schon ein paar Tage wieder kein Yasuo gespielt und da muss ich erstmal wieder üben. Ich würde sagen, das nächste ist dann wieder Yasuo. Aber, ja, müssen wir mal gucken. Ich habe bei Yasuo einfach sehr. Ja, manchmal habe ich so richtig krasse Games. Und manchmal renne ich einfach runter. So, das ist noch zu inkonsistent, muss man tatsächlich sagen. So, wir nehmen die Platte mit. Schön. Draktar Blade ist ready. Ebenfalls sehr schön. Ich bin mir auch unsicher über die neuen Items. Also Banshee ist cool, ja. Vor allem gegen so Morgana und so ein Zeugs. Aber ja, brauchen wir wirklich dieses komische. Ich glaube, das ist auch eher ein Support-Item, oder? Hat man da schon jemand irgendein Video drüber gemacht? Oder irgendjemand was Kluges zugesagt? Das Ding ist doch ein Support-Item, oder? Das ist, weiß ich nicht. So, wir haben gleich wieder Ultimate. Mal gucken, ob er auf dasselbe nochmal reinfällt. Könnte tatsächlich sein, aber ja, nö. Alle guten Dinge passieren zweimal, sagt man ja immer so gut. Könnte ich aber bitte haben, bevor der noch eine Platte kriegt? Guten Tag! Welcome!
Ah, ist das herrlich. So, ja, nee, das macht schon Spaß, muss man sagen. Und sowas zum Beispiel, das muss man einfach auch ganz klar sagen, sowas kann ich mit Yasuo nicht. Klar, das liegt so ein bisschen am Kit, das liegt natürlich auch, dass ich den Champion nicht so gut spielen kann, aber ich meine, dafür scaled Yasuo best ins Late Game, 100% Balances. 100% Armor. Ne, er hätte auch mal ein bisschen Armor kaufen können. So, ich muss dann jetzt Botlane ganken so ein bisschen. Sanguine Blade könnte ich mir vorstellen, eventuell. So, eine pushen wir noch durch. Eine getten wir hier noch. Schön. Und dann sind wir auf dem Weg nach unten. Jinx, you are so useless. Okay, meine Botlane turbo-intet. Aber ich denke, es ist alles im Rahmen. So, könnte ich den vielleicht schnell haben oder ist das verboten? Hey, Elise ist nämlich noch da oben am Rumgurken. Vielleicht sollten wir auch eben noch mal so einen Blade kaufen. So einen Dirk quasi. Es könnte natürlich sein, dass Elise jetzt kommt, aber ich habe halt keine Ultimate. Und wir wollen natürlich auch nicht feeden. Na. Uff, okay, cool. So, zack, machen wir es so. Talon, Kill Reis and a Herald. Ja, okay. Ihr habt Herald gemacht. Passt, schön, gut, nice. So. Oder hat er das vorher geschrieben? Nee. So, wir gehen jetzt einfach direkt die Scheiße aus der Botlane rausganken. Wir müssen sie töten. Sie hat Mercury Boots, ist sehr gut für uns. Also, auf jeden Fall nicht schädlich, sage ich mal. Sie hat immerhin keine Ninja-Tabi. Sagen wir mal so, scheiße, da sieht man mich jetzt, glaube ich, oder? Komm schon. Hat man mich gesehen? Vielleicht. Aber ich bin schnell. Ich bin eine flotte Karotte, kann man sagen. Und die Gegner enden. Leidur. Leidur. Tschüss. Brenn, 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 brenn. Sehr gut. Verbrennt die Hexe. Verbrennt die Hexe. Guck mal, ne? Und jetzt schön die Botlane ein bisschen durchgetiltet. Tower geholt. Jetzt fahren wir nochmal schön die Midlane ab. Haben 8-0, haben 100 CS. Haben sogar die meisten CS. Wieso intet ihr denn alle so hart? Er intet auch gerade. Teleportiert nämlich in die Midlane. Ich glaube, er ist schon so im Tilting Spree quasi so ein bisschen. Wir machen einfach so, laufen mit. Auto-Tag, Tiamat, tschüss. Ja, was kostet Yumus? Was kostet die Welt? Yumus kostet 1,8. Alter, und wenn ich dann Yasuo spiele, das ist jedes Mal so, wow, ich muss Outplay hier, Outplay da, Skillshot da, Windwall hier, Mega Airblade dort. Und hier machst du einfach die fliegende Turboschneise und alles ist weg. Ja, RIP. Ja, RIP, ja, RIP, ja, RIP, ja, RIP, ja, RIP. Ich weiß nicht, ob ich 1800 zusammenkriege hier. Ich habe irgendwie keine AP mehr, scheiße. Ja, egal. Oder soll ich was? Ne, ich kann nichts. Ja, nur den komischen. Ja, komm, ne, dann machen wir noch die Wölfe. Wölfe und Pott verkaufen könnte reichen. Schaffen wir die? Ja. Sehr gut. Sehr gut. So. Jetzt haben wir den Pott weg und dann haben wir Yumus am Start. Damals habe ich auch immer Yumus first gebaut, aber aktuell ist halt so ein bisschen der Trend. Ich meine, ich kann es auch verstehen, weil das Draktarblade ja jetzt nochmal stärker gemacht wurde, glaube ich. Das hat ja jetzt noch bessere Stats. Ich glaube, 5 AD bekommen und mehr Lethality oder so. Ich glaube, damals hatte das 18, kann das sein? Jetzt steht da 21. Ne, und also, ja, ist auf jeden Fall nicht verkehrt. So, wen müssen wir töten? Also eigentlich nur Kaiser und Elise wäre auch mal wieder dran. Ich glaube, ich gönne mir auch den Red Buff hier. Weil das cool ist und ich den gerne hätte. Ist das, reicht das als Grundlage? So, hier ist der Endlord wieder. Den können wir vielleicht mitnehmen, ohne zu viel zu verschwenden. Ja, das geht. Das ist okay. So, jetzt holen wir uns die Elise. Ich bin nämlich der fliegende... Ah, okay, eine Wave. Na Leute, ihr wollt auch immer so ein bisschen noch farmen. Wir sollten auch gucken, dass wir was machen, nicht nur killen. Aber ja, ja, da holen wir uns was. Vielleicht war... Ja, passt auf. Elise, ich bin wie so ein Stalker, ein Turbo-Stalker. Oh ja, komm in meine Fänge. Fra! What? Also entweder sie hat geleckt oder ich habe einfach 1000 Meter Q ge... Hä? Okay, das war krass. Was ist passiert? Was ist da bitte passiert? Also sie wurde gelöscht. Das können wir auf jeden Fall verzeichnen. Sie ist entfernt worden aus League of Legends. Wahrscheinlich ist ihr League sofort deinstalliert worden. Aber wieso konnte ich so weit queuen? Oder war das... Kann es sein, dass sie die Q keinen Schaden gemacht hat? Das müssen wir mal rausfinden. Es wäre möglich, dass die Q keinen Damage gemacht hat. Und nur die Animation kam, wie ich springen wollte und dann so dieser Stich, aber... Ja, keine Ahnung. So, was kaufen wir denn jetzt? Ja, dann machen wir noch Sanguine Blade, glaube ich. Oder? Wobei, eigentlich wäre halt Black Cleaver jetzt cool, damit wir richtig viele Ultimates haben, ne? Ah, ja, weiß ich nicht. So, wir müssen jetzt... Leute, Kills sind cool, aber... Ne, also Kills sind schon ziemlich cool. Das können wir so beibehalten. Aber...
Wir müssen Türme. Türme getten. Das heißt, wir holen uns jetzt mal Top Lane. Der ist wahrscheinlich weg, aber da helfen wir mal eben kurz nach. Oder sollen wir eben. Ja, komm, einmal eben. Nee. Ich meine, der Ryze ist ja quasi als To-Go-Version erhältlich. So. Jetzt gehen wir Top Lane. Und jetzt helfen wir da mal eben den Tower zu holen. Müssen natürlich ein bisschen auf die. Obwohl. Ach, ich meine, die ist auch aus Papier, oder nicht? Guten Tag. Einmal bitte die Papiersteuer. Renn. Okay, sehr gut. Tower leider nichts mehr bekommen. Schade, Marmelade. So, was ist hier los? Kalista? Ne, Kaiser. Kalesia. Kaiser. Zap. Autotech Q. Brett. Das war kein Autotech, aber ist okay. Ist okay, nee, ist schön. Guck mal, ne? Botlane hat geintet, aber wir konnten hier 1v. Ja, so 1v9 kann man nicht sagen, aber 1v12 oder so. So, dann gehen wir mal runter. Oh shit, was ist denn hier los? Hilfe, Hilfe! Oh! Ah! Oh, heiß! Oh shit. Okay, daran bin ich jetzt wirklich gestorben. An dem Shit? Wirklich? An dem Shit? Oh Mann. Oh Mann, mein einziger Tod gegen so eine Pestboiler. Shit. Na gut. Habe ich überhaupt nicht gesehen. War der unsichtbar oder war ich blind? Oder bei. Also er hat mich geblindet, ja, aber. Ne? Nun ja. Das ist aber schon ranked, oder? Ja doch, wird es eins sein. Ist halt aber, ich brauche eigentlich einen Low-Level-Account. Das macht mich ein bisschen traurig, weil sonst, ne, was soll mit der ganzen Gerechtigkeit werden, Leute? Die Gerechtigkeit. Ich habe mir auch mal gedacht, Kill-gesteuert wäre vielleicht was. Ne, wo man einfach nur immer den tötet, der als letztes einen Kill gemacht hat. Oder der die meisten Kills hat oder irgendwie sowas. Oder der die wenigsten Tode hat. Oder Schwanzkill. Ne, also wir bleiben schon bei Kill-gesteuert, denke ich. So. Können wir alles mal gucken, aber ist halt die Frage. Ich mache das nicht so gerne in Normals. Ja, aber Tobi, du bist voll unfair in Ranks. Ja, aber ich bin in Ranks meist. Oh, lol. Ja, ich würde gerne mal den der Root Ultra Storm machen, Leute. Ich zeige ihn euch mal, wie er geht. Stell dich irgendwo hin, warte. Hat sie ein Stundenglas? Nö. Irgendwo hinstellen, warten und Moibuts erstmal anmachen. Warten on the right moment. One Watt. Brrrr! Woo! Ja, nee, das ist schön. So, wir holen uns mal den Botlane-Tor. Wir haben ja jetzt. Ah, nee, haben wir nicht. Jetzt hätten wir, aber wir haben nicht. Also, wir hätten aber wir haben nicht. So, können wir zugucken? Brennt. Brennt. So, dann, ne, aber, also Türme holen ist schon wichtig als Tarn, Leute, ne, es gibt ja viele, die immer sagen, ja, ich feede, also ich bin immer voll fett, aber verliere. Also normalerweise konzentriere ich mich noch mehr auf Türme holen, das ist schon extrem wichtig, Leute. Türme getten, ist immer very, very, very important. Getty, Spaghetti. Ich hätte ja auch nochmal auf Zed und Cutter Bock, aber irgendwie verliere ich auch richtig schnell immer den Bock an die Champs, ich weiß nicht. Mit Zed renne ich zu viel runter und mit Cutter renne ich rauf. Ist beides nicht so optimal. So, Gathering Storm kickt rein. Wir haben jetzt, ne, jetzt kriegen wir schön 1428 AD dazu. Kaufen uns nochmal das Ding. Jetzt kaufen wir uns noch einen Black Cleaver. Und ich denke, das wäre so der Item-Build. Also klar, man hätte jetzt noch Banshees statt das Ding kaufen können. Aber ich würde mein Talon halt immer sehr splitty spielen. Die ganze Zeit splitten. Ich mag Splitten auf Talon ultra gerne. Also wirklich ultra gerne. Deswegen wäre das Item schon ziemlich gut zum Türme melden. Man hätte ein bisschen Lifesteal. Aber wenn die Gegner jetzt einen Ash oder sowas haben. Guten Tag. Na, dann. So, wie finden wir den Teemo? Der ist da drin. Gut. Guten Tag. Einmal bitte. Ich habe ihn getroffen. Die Frage ist: Wie viele Ws brauche ich jetzt, um ihn zu töten? Wie viele Ws braucht man, um einen Teemo zu töten? Gar keine! Ah, heiß! Leute, macht irgendwas. Ja, Drake, okay. Gut. Schafft ihr das mittlerweile? Aber guck mal, ne, jetzt, man braucht nur einen, der so ein bisschen vorpusht. Jetzt ist mein Team nicht mehr am Bein. Na, jetzt sind die alle gut, ne? Lux ist nicht useless oder Jinx ist nicht useless. Oder, ne, die haben sich ja gegenseitig geflamed. Guck mal, auf einmal,
Du musst den Leuten nur eine Richtung vorgeben. Hier kommt sogar dieses Can you surrender? Boah, das hasse ich wie die Pest, Leute. Macht es nicht. Macht es nicht, Leute. Macht es nicht. Don't mach. Ja, Ryze ist natürlich turbo getiltet, aber ganz ehrlich, Leute, wenn ihr Ryze smite und ohne Rüstung spielt, dann habt ihr es, glaube ich, auch einfach nicht besser verdient. Ja, ich kriege jetzt wahrscheinlich plus 10. Ne, ich glaube plus 40. Ich habe mal richtig viel auf 0 LP verloren. Also meine Win-Rate ist wahrscheinlich totally dead, kann man sagen. Wen honoren wir? Echo. Echo. Plus 15, ja. Gut, aber wir haben den S-Plus bekommen. Schön. Ich könnte mal wieder eine S-Plus-Jagd machen, Brüdis und Brudis. Ja, ich wünsche euch was. Haut rein. Auf Wiedersehen. Und tschüss.